Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ich erzähle euch eine Geschichte über den Sternenhimmel. Dort oben gibt es ein Königreich und passiert immer wieder etwas Neues. Ist immer was los. Der König und die Königin führen gerade wichtige Gespräche. Die Königin meint, sie sollen Entscheidungen treffen, die Richtung bestimmen. Die Königreich braucht gerade Veränderung. Sie ist auch ein bisschen ungeduldig. Der König ist aber weise und klug. Er überzeugt seine Gemahlin. Es ist besser abzuwarten, bis der richtige Zeitpunkt ist zum Handeln. Er hört diesmal auf sein Bauchgefühl und das ist goldrichtig. Abwarten, geduldig zu sein, das ist momentan angesagt. Der hübsche Prinz ist hin und her gerissen. Er fühlt sich so unsicher, soll er handeln oder eher abwarten. Der Hofnarr ist sehr weise und hat immer ein guter Rat parat. Und er sagt, lieber abwarten. Die schöne Prinzessin hat gerade auch ein gutes Bauchgefühl. Sie weiß genau, der richtige Moment kommt. Sie muss nur im Vertrauen bleiben. Nichts tun ist mehr getan. Das, was sie gerade meint. Diese Geschichte hat selbstverständlich astrologische Hintergründe nach indischen Berechnung. Sonne und Mond, die beiden Lichter, bilden sich ein Sextil. Eine Versöhnung zwischen König und Königin auf wichtigen Gesprächen. Immerhin ist Merkur im Krebs. Es handelt sich schon um die familiäre Situation. Die Königin möchte Entscheidungen treffen, die Richtung bestimmen. Immerhin Mond befindet sich im Mondhaus Kritika und hat einen Einfluss von Hyaden und Plejaden. Das ist die goldene Tor, die Ekliptik. Das, was die Königin möchte. Veränderungen im Königreich, Neuorientierung. Die Orientierung bestimmt gerade dieser Mondhaus und die Veränderungen ein Uranus-Einfluss von Tierkreiszeichen wieder, weil Uranus steht im Einhalbsextil zum Mond. Sonne befindet sich in der Tierkreiszeichen Krebs im Mondhaus Pushia. Der König hört auf sein gesundes Bauchgefühl, im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Eher abwarten. Die Energie zieht sich nach innen. So fühlt sich auch die schöne Prinzessin. Venus befindet sich auch im Krebs, im selben Mondhaus, Mondhaus Pushia. Dieses Gefühl zum Haben, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Handeln, wann ist besser zum Abwarten. Der hübsche Prinz ist hin und her gerissen und das löst aus ein Mars-Saturn-Quinkungsaspekt. Und weil Saturn rückläufig ist, es ist besser abwarten. Nichts tun ist oft mehr getan. Und das war die Quelle für meine Erzählung. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.